Dann passierte im September oder Oktober diesen Jahres etwas Unglaubliches. In der Sendung Einer wird gewinnen, hieß die, glaube ich, mit dem coolen Kampf, war die letzte Stichfrage für die 10.000-Mark-Frage oder so. Es gibt einen mittelalterlichen Roman eines italienischen Autors. Wie heißt der? Name der Rose. Und das hat er irgendwie so erzählt dann, dass die Leute in die Buchhandlung gestürmt sind. Und übrigens erst dann kam das Buch auch auf die Bestsellerliste. Herzlich willkommen zu Hansa Rauschen, dem Literaturpodcast des Hansa Verlages. Mein Name ist Florian Kessler. Hier wird regelmäßig mit Menschen aus der Welt der Bücher gesprochen, mit Schreibenden und Lesenden, mit Leuten von anderen Verlagen und aus dem Haus. Es geht um alles, was in Bücher passt und außenrum passiert. Und das ist wirklich nicht wenig. Willkommen zu einer neuen Folge von Hansa Rauschen. Willkommen zu einer Folge, die an einen der größten und interessantesten Bestseller-Erfolge anspruchsvoller Verlage erinnert. In diesem Frühjahr hat nämlich die deutschsprachige Ausgabe von Umberto Ecos Der Name der Rose 40. Geburtstag. Der Hansa Verlag feiert dieses Jubiläum zum einen mit einer prachtvollen Neuausgabe des Buchs, zum anderen mit einer überraschenden Weiterschreibung des Stoffs in dem packenden Roman Die schwarze Rose von Dirk Schümer. Das Buch erscheint genau jetzt bei Zschollnai. Was bedeuteten anspruchsvolle Bestseller eigentlich für die Verlage der Bundesrepublik? Wie veränderten sie das Publizieren und die Welt der Bücher? Wer war Umberto Eco? Und wie erklärte sich der ungeheure Erfolg seines Romans damals, 1982, der auch den Hansa Verlag transformierte? Darüber habe ich mit zweien gesprochen, die damals dabei waren und die Ecos Roman in der Übersetzung Burkhard Kröbers überhaupt erst mit ganz neuen Maßnahmen für ein riesiges Publikum eröffneten. Viel Spaß mit diesem Gespräch mit zwei Legenden des Hansa Verlages, mit der langjährigen Verlagsleiterin Felicitas Feilhauer und mit dem ebenso langjährigen Verleger Michael Krüger. Ich fange einfach damit an, dass ich nach dem Namen der Rose frage. Umberto Eco war ja schon davor sehr bekannt. Seine semiotischen berühmten Schriften waren veröffentlicht, auch auf Deutsch. Moment mal, der war nicht groß bekannt. Der hatte ein berühmtes Buch geschrieben, eine Semiotik, Opera Aperta. Aber das war den wenigsten bekannt. Sie müssen immer bedenken, damals war noch die große Zeit sozusagen der Gesellschaftstheorie und nicht der Semiotik. Und in diese Gesellschaftstheorie kam dann über Amerika, aber dann eben auch über Eco, über Bologna, dann auch in Deutschland, in verschiedenen Universitäten, kam diese Semiotik, die Zeichentheorie. Das war vorher, war das in meiner Jugend überhaupt nicht bekannt. Kein Mensch hat sich damit beschäftigt. Man las Marx und man las Adorno, aber doch nicht eine Theorie der Zeichen. Am Anfang, als wir es zum ersten Mal im Verlag diskutiert haben, erinnere ich mich auch durchaus an Misstrauen, weil man gesagt hat, wir konnten es ja alle nicht lesen, bis auf Burkhard Kröber, der damals Sachbuchlektor war und jetzt nicht einer, der sprühte normalerweise, wenn er seine Bücher vorstellte. Aber als er von diesem Buch berichtete, da war er so ein ganz anderer Mensch. Und alle sagten, ja, da muss doch irgendwas dran sein. Aber den Eco kennt keiner, der ist nur als Wissenschaftler in Fachkreisen berühmt. Und wie soll der so ein tolles Buch geschrieben haben? Ja. Mir wäre das heute im Lektorat natürlich auch erstmal suspekt, dass man hört, irgendein Professor, der, wie Sie sagen, eine Fachdisziplin vertritt, der soll jetzt plötzlich einen äußerst guten, unterhaltsamen Roman geschrieben haben. Da hätte ich erstmal Zweifel. Naja, man muss auch dazu sagen, dass der Inhalt des Romans nicht gerade auf der Hand lag. Es war nicht die Zeit des historischen Romans. Plötzlich kommt jemand und entwickelt die mittelalterliche Philosophie, die wir keineswegs sozusagen alle beherrschten, im Gegenteil. Darauf kommen wir nochmal. Das war doch die eigentliche Herausforderung. Und Felicitas hat recht,
es musste sozusagen ein Punkt erreicht werden, und der ist dann ja offensichtlich gelungen, über diese Mauer rüberzuspringen. Denn keiner von uns damals hat sich für Duns Scotus oder für Augustinus von Hippo die anderen oder Nikolaus von Kues interessiert. Entweder fing man mit der Renaissance an oder man blieb in der Antike stecken. Aber dieses ganze Mittelalter, ja, dieses ganze Mittelalter bis zur Aufklärung, das war eben doch ein dunkles Mittelalter. Drüber hüpfen. Aber da müssen Sie jetzt Felicitas fragen, wie sie über diese Mauer gehüpft ist. Aber sag doch nochmal, wie ist denn das Buch zu Hansa gekommen? Gab es damals auch schon Agenten, die das meistbietend versteigert haben, oder waren das die persönlichen Kontakte mit Eckos Verlag? Nein, das waren nicht mal die Kontakte mit Eckos Verlag, sondern es war der Kontakt, den unser damaliger Chef Christoph Schlotterer mit Inge Feltrinelli hatte. Die ganze Sache ist natürlich wie immer sehr kompliziert und sehr einfach. Inge Feltrinelli und Frau Eco, Renate, waren die beiden deutschen Frauen in der intellektuellen Szene von Mailand. Die Inge Feltrinelli teilte uns mit eines Tages, dass ein Semiotiker einen ganz tollen Roman schreibt. Und das weiß ich noch genau, dass der Schlotterer, also unser Chef, damals nach oben gerannt kam. Der war manchmal ein übertriebener Aktivist. Der nahm also 5 Stufen auf einmal, stürzte in das Zimmer und sagte, es ist ein Buch über mittelalterliche Philosophie und Umberto Eco, kennen Sie den Namen? Den Namen kannte, ich hatte nie eine Zeile von ihm gelesen, aber ich kannte doch immerhin Opera Aperta. Und ich konnte, ist ein Semiotiker. Ja, wenn wir schlechte Laune hatten, sagten wir immer Semi-Idiotiker. Das heißt, das war für jemand, der aus der Gesellschaftstheorie kam, waren diese Zeichenpinsel ja nicht gerade, also sozusagen, die waren, sagen wir mal, suspekt. Und der Schlotter hatte eine Fähigkeit, wenn er irgendwas in der Hand hatte, was so aussah wie ein bisschen was Besonderes, hat er so daran geglaubt, dass das was sein muss. Da müssen wir uns drum kümmern. Und da fing das dann an mit Bompiani. Und damals wurde eine Summe von so unvorstellbarer Höhe verlangt, nämlich 50.000. Plus musste der Werbeetat im Vertrag festgeschrieben werden. Unanständig geradezu. Es war der Beginn sozusagen des Untergangs des alten auf Vertrauen basierenden Verlagsbuchhandels, dass man sagt, ich übergebe Ihnen dieses Buch und wenn Sie eine gute, ordentliche Übersetzung machen, dann freut uns das und wenn Sie dann auch noch damit Geld verdienen, bitten wir um Überweisung auf das Konto. Bei Eco sah man, wie diese Kurve dann exponentiell anstieg. Ich nehme vorweg ein späteres Ereignis. Bompiani, wie alle Verlage in Italien, wechselte irgendwie die Besitzer und plötzlich gab es nicht mehr einen einzelnen Verleger, mit dem man zu reden hatte, sondern dann schon in unserer Zeit gab es also ein Konsortium. Und bei einem der nächsten Romane, wir hatten den Roman ja nun so groß gemacht und dachten, naja, das wird ja hoffentlich sozusagen uns gut geschrieben. Bei einem der nächsten Romane traten plötzlich 6 Herren in erstklassige Tücher gewickelt bei uns ein und saßen in einem winzigen Zimmer, damals noch in dem alten Haus, um meinen Tisch da herum und sagten, für das neue Buch hätten sie sich vorgestellt 1 Million. Und als ich zögerte,
und die merkten, dass wir zögern, sagte einer von ihnen, wir wollen Sie nicht unter Druck setzen, wir können gerne, wenn Sie uns ein Taxi rufen, nach oben fahren zu Bertelsmann, wo man sich doch sehr gerne mit einem solchen Buch bestellt. Ich glaube, es war das Foucault-Pendel. Lange Rede, kurzer Sinn. Bei der Rose ging es um 50.000 Euro, wenn ich mich richtig erinnere. Und darüber wurde geredet und geredet und geredet. Und Schlotter, der ein wunderbar energetischer, aber dann auch manchmal ein bisschen ängstlicher Typ war, dachte, wenn das schief geht, dann ist der Verlag weg. Der ist einfach weg. Wenn man 50.000 Mark für etwas ausgibt, was dann verschwunden ist, dann ist der gesamte Verlag verschwunden. Und so ging er durch den Verlag auf der einen Seite tief enthusiastisch, irgendwie ein dickes Ei in der Hand zu haben, auf der anderen Seite tief skeptisch, ob das je gut gehen könne, wie lange man das bebrüten muss. Ja, man muss ja auch mal bedenken, was das damals für ein Verlag gewesen ist. Ich habe 1978 im Verlag angefangen und ich meine mich zu erinnern, wir haben im Jubiläumsjahr, das waren 50 Jahre Hansa, haben wir, glaube ich, 7 oder 8 Millionen Mark Umsatz gemacht und wir waren Auflagen gewöhnt. 8.000 oder 6.000, das waren schon große Erfolge. Ja, ja. Karl Friedrich von Weizsäcker war für uns ein Bestsellerautor. Ja. Also die Summen, mit denen man heutzutage hantiert, die waren dann bei Echo tatsächlich erschreckend. Und das ist wahrscheinlich auch so eine der wichtigsten Nebenerscheinungen des Erfolges vom Namen der Rose, dass der Verlag sich plötzlich Dinge zugetraut hat, die man vorher gar nicht für möglich gehalten hat. Absolut. Also wir sind ja dann in der Folge auch an andere Bücher mit einem ganz anderen Zutrauen rangegangen. Das nächste war ja, mal abgesehen davon, dass es so einen italienischen Literaturboom ja ausgelöst hat, Calvino, den der Verlag vorher schon verlegt hatte, immer mit sehr kleinen Stückzahlen. Dann wurde ein Reisender in einer Winternacht, wurde jetzt kein Echo-Erfolg, aber immerhin doch. Du hast recht, der Echo hat nicht nur, und das wusste er auch, obwohl er das nie sozusagen für sich reklamiert hat, er wusste aber, dass eben mit dem Namen der Rose die ganze Literatur vorangebracht wird. Und man muss immer dazu sagen, er war in dieser Hinsicht der generöseste Mensch. Denn da merkte man, es war nicht eben ein Bestseller-Autor, sondern es war ein Schriftsteller, ein Intellektueller, der genauso gut die Gedichte von Montale liebte, wie er eben die Comics liebte und so weiter. Oder die Beatles, aber auch die mittelalterliche Musik, die er selber ja auf der Querflöte spielte. Der Typus des Intellektuellen, wie er ihn vertrat, den gab es nicht. Aber für ihn war das selbstverständlich, dass er über das, was er gut fand und interessant fand, eben generell sprach. Auf den Namen der Rose nochmal zurückzukommen, als wir dann endlich lesen konnten, dann hat sich ja auch erwiesen, dass das ein außerordentlich spannendes Buch war und dass die Auflösung dann so ein bisschen theoretisch war. Das spielte gar keine Rolle. Der ganze Verlauf der Handlung war ja irrsinnig spannend. Ich habe es damals in Ferien im Juni in Italien gelesen. Ich war mit einer Freundin zusammen und die riss mir jedes von mir gelesene Fahnenblatt geradezu aus der Hand. Aber war es gleichzeitig auch so, dass dieses Buch, hatte ihr nicht Angst, dass es zu akademisch ist, dass das ein zu anspruchsvolles Buch sein könnte? Wir hatten ja alle nur die Hälfte gelesen. Der Kröber lieferte in Etappen ab, immer pünktlich zum Tag, aber keine halbe Stunde früher. Und die ganze Werbung und unsere ganze Begeisterung baute sich auf dieser außerordentlich spannenden ersten Hälfte auf. Und dass die Auflösung nachher vielleicht für manche Leute ein bisschen zu abgehoben war, wussten wir gar nicht. Und es spielte, glaube ich, nachher auch für die Leser keine Rolle, weil sich das dann schon irgendwie so verselbstständigt hat. Also wir wussten, dass wir da ein großes Fund tatsächlich gekauft hatten. Ja. Und dass die Leser wahrscheinlich ähnlich reagieren würden. Man musste nur erst mal an sie rankommen. Und ich glaube, ein bisschen im Unterschied zu heute
hat die Struktur des Buchhandels, wo der kleine und mittlere Buchhandel noch sehr viel zu Erfolgen beitragen konnte, hat uns da in die Hände gespielt. Also wenn es uns gelingen würde, diese Hürde Buchhändler zu nehmen und die zu begeistern, wussten wir, die würden das weiterempfehlen. Und da gab es ja auch die Ketten, es gab kein Amazon, wann sind die gegründet? Anfang der 90er Jahre. Es gab noch nicht die große Thalia-Kette, das war noch Phoenix Montanus, aber ich glaube, Thalia kam dann auch erst 2001 oder sowas, also die heutige Kette. Also die mittelständischen Buchhandlungen spielten damals wirklich eine sehr, sehr große Rolle und die musste man kriegen. Heute ist der Vertrieb ja eine sehr wichtige Abteilung in Verlagen, denn er denkt tatsächlich darüber nach, wie man das an den Mann oder die Frau bringen kann. War das denn zum damaligen Zeitpunkt auch so oder war das viel stärker, dass Verlagsleitung und Lektorat sagten, das ist gut, das machen wir jetzt und damit kriegte man dann schon die Flughöhe von ein paar tausend verkauften Exemplaren? Also sicher hat der Vertrieb heute einen größeren Einfluss. Heute redet man ja auch viel mehr über Gewichtungen, also welche sind die Top-Titel und welche sind die Titel darunter und was für Auflagenzahlen stellt man sich vor. Aber das ist, glaube ich, auch wichtig. In einem Markt, der eigentlich unüberschaubar geworden ist, muss man sich selber irgendwelche Planken ziehen, sonst verzettelt man sich da draußen auch. Und es war damals schon so, und ich denke, dass das heute bei Hansa auch immer noch so ist, das ist eine Größe, wo man doch in allen Abteilungen sehr viel Autorenkontakte hat. Natürlich gibt es immer mal Neid, aber ich glaube, dass viele Autoren wissen, man versucht schon das Beste für ein Buch zu tun, was möglich ist. Das Buch zeichnet sich ja auch dadurch aus, dass es eben nicht nur um den Inhalt ging, sondern durchaus auch um Ideen, was man jetzt damit anfangen könnte. Und da hat der Verlag ja auch wirklich sehr besondere Dinge probiert. Wie kam das denn? Wie kamen überhaupt diese Ideen zustande, dass man anders vorgehen könnte, als es üblich war bis dahin? Bei Hansa, aber ich denke auch bei vielen anderen deutschen Verlagen. Eine Anmerkung noch, die mir gerade einfällt, aus den Händen reißen. Es gab eine lange Diskussion mit ECO, den wir ja dann auch kennenlernten, dass der Umschlag, dass der ein Bild zeigt, was sozusagen 300 Jahre später, als der Roman entstanden ist. Und, der war vollkommen entsetzt. Ja. Wie könnt ihr denn das ist ein mittelalterliche, Spätmittelalter, und während meine Figuren haben damit gar nichts zu tun. Und da, das war auch eine interessante Sache, habt jetzt vergessen, warum er dann zugestimmt hat und gesagt hat, na gut, dann macht das halt, wenn ihr das wollt. Ich glaube deshalb aus zwei Dingen. Erstens, weil der italienische Umschlag so unglaublich hässlich aussah. Es war ein vollkommen verwaschenes Zeug und von irgendeiner Spannung konnte keine Rede sein. Und das Zweite war, wir verlegten ja schon lange vor unserer Zeit, also unsere Vorfahren haben das dahin gebracht, wir verlegten Borges. Und Borges war neben Joyce der Lieblingsautor von ECO. Und er sagte damals, wenn jemand so viele Bücher von Borges verlegt hat, dann müssen die richtigen Ideen auch für den Umschlag haben. Dann macht's halt. Ja, wobei wir den ja einmal gewechselt haben. Auf dem Leseexemplar war ja noch eine Zeichnung von Rotraud Susanne Berner und diese ganzen Mönchsmotive, die haben wir dann für die Werbung ja übernommen. Das hat er dann abgesegnet. Der zweite, also der richtige Umschlag, hat ihm zwar auch nicht 100% gepasst, aber da hat er dann eben gesagt, dann macht's halt, ja. Aber die müssen Felicias fragen nach dem Preisausschreiben und so weiter. Genau, diese Idee, wie kam man überhaupt auf die Idee, dass man das anders als sonst machen müsste? Ja, jetzt kommt man natürlich schnell in den Bereich der Legendenbildung. So. Das ist das Schönste. Passt doch zum Buch. Ja, so 100% kann ich mich jetzt auch nicht erinnern. Wir hatten damals eine kleine Werbeagentur, die aus zwei Leuten bestand, einem Ehepaar. Mit dem habe ich oft abends bei einer Flasche Rotwein zusammengesessen.
Wir haben gesamte, damals machte man ja nichts am Computer, wir haben Gesamtverzeichnisse geklebt und so und so. Und da haben wir italienischen Rotwein getrunken und kamen dann auf die Idee dieses Kinderspiels, die im Verlag am Anfang auch gar nicht gutiert wurde. Das war eine Anzeigenserie, wo man wie bei so Malspielen ganz, ganz viele Zahlen verbinden musste. Mal nach Zahlen. Und die erste Folge war der Autor, die zweite Folge war der Schauplatz, die dritte Folge war die Hauptperson und so weiter. Und die Buchhändler waren aufgefordert, die fertig ausgefüllten Zeichnungen in den Verlag zu schicken. Und sie bekamen dann ein vollständiges Leseexemplar, weil wir aus Termingründen nur ein halbes Leseexemplar verschicken konnten. Und da hat uns die Resonanz vollkommen überwältigt. Also da kamen Hunderte von diesen ausgerissenen Dingern. Und es hieß ja, dass sie Lust hatten, irgendwie sich damit zu beschäftigen und weiterzulesen. Hm. Und da haben wir die Gunst der Stunde genutzt und haben darauf aufgebaut. Wobei man sagen muss, es war zwar für Hansa-Verhältnisse dann auch mit Erscheinen schon ein richtig großer Erfolg. Die Erstauflage waren 10.000 Exemplare. Aber es passierte dann, das Buch erschien ja im Frühjahr, heutzutage würde man wahrscheinlich einen Bestseller für den Herbst planen, um das Weihnachtsgeschäft mitzunehmen. So clever oder so gemieft waren wir damals vielleicht noch gar nicht, weiß es nicht mehr. Also dann ist es im März oder April erschienen und dann kam diese Sommerflaute. Da sterben ja viele Bücher hin und schaffen es nicht in den Herbst. Und dann passierte im September oder Oktober diesen Jahres etwas Unglaubliches. In der Sendung Einer wird gewinnen, hieß die, glaube ich, mit dem coolen Kampf, war die letzte Stichfrage für die 10.000-Mark-Frage oder so. Es gibt einen mittelalterlichen Roman eines italienischen Autors. Wie heißt der? Name der Rose. Und das hat er irgendwie so erzählt dann, dass die Leute in die Buchhandlung gestürmt sind. Und übrigens erst dann kam das Buch auch auf die Bestsellerliste. Ja, Gott sei Dank, denn der Ralf Ranitzky war nicht ein großer Freund. Coolen Kampf war unser großer Literaturkritiker. Ja. Aber die Rezensionen, die man da von damals findet, die sind ja tatsächlich gespalten. Es gab in der FAZ, glaube ich, einen unglaublichen Verriss. Das war einfach Unterhaltungsliteratur, das war trivial. Aber es gab auch andere Rezensionen, die sehr wertschätzend waren und das Buch absolut ernst nahmen in seinem großen Gehalt. Wissen Sie noch, wer das in der FAZ geschrieben hatte? Nein, ich habe das jetzt leider jetzt nochmal im Archiv gesucht und nicht gefunden. Ich weiß es nur und habe nur Texte darüber gesehen. Das weiß ich, aber das war doch damals so, oder? Dass das sehr gespalten war. Es gab sehr Pro und Contra. Es gab in der Süddeutschen sehr viele Zustimmende. Aber Sie haben recht, es war keineswegs unisono in der Presse. Unisono war es eigentlich nur im Buchhandel. Und damals haben wir oft ja über solche Probleme geredet. Ist das ein Buchhandelsbuch oder ist es ein Pressebuch? Wer kann, wenn beides zusammenkommt, natürlich das Ideal. Wir haben oft, also vor allen Dingen Felicitas, hat ja oft sozusagen gesagt, das ist ein Buchhandelsbuch. Wir müssen uns also für den Buchhandel was ausdenken. Das beste Beispiel war dann, als sie das Kinderbuch gründeten und den Justin Garder hatten, Sophies Welt, wo ich bis zur letzten Minute Angst hatte, dass das ein fürchterlicher Flop wird, weil ich dachte, wenn die armen Kinder jetzt sich alle mit Philosophie beschäftigen, statt mit der Eisenbahn spielen und der Barbie-Puppe, was wären das für Kinder? Und dann über den Buchhandel hat es funktioniert und wir haben, ich weiß nicht, wie viele Millionen Exemplare verkauft. Also das war immer eine Bifurkation. Wenn beides zusammenkam, Buchhandel und Presse, das war natürlich ideal. Und ich weiß nicht, bei Eco kam ja dann im Laufe der Jahre, kam dann beides zusammen, weil natürlich auch viele Leute wollten die Essays haben. Wir haben damals diese
diese kleinen Feuilletons von ihm gemacht, diese Bustine. Ja. Das waren riesige Erfolge. Auch eine Form, die in Deutschland gerade abgeschafft worden war. Das war ja eine Erfindung, eine Wiener Erfindung. Es war Polga und Anton Kuh und so weiter. Und natürlich Karl Kraus. Und das gab es nicht mehr. In Italien aber gab es das noch. Die Schriftsteller, ob das Calvino oder eben Eco waren, haben alle auf der Seite 1 vom Corriere diese lustigen, interessanten, intelligenten Kommentare geschrieben. Das heißt, der Eco war plötzlich nicht nur der Autor von Romanen und Essays, sondern er war sozusagen die letzte große Renaissance-Figur. Und da musste man sich schon sehr überlegen, ob man den schlecht besprach. Denn er hat ja auch Bücher geschrieben, die vielleicht nicht so interessant waren und nicht so aufgegangen sind, sagen wir mal so. Und dann musst du noch was erzählen, Felicitas, weil das doch wichtig ist. Es gab ja damals nicht nur den Buchhandel, sondern es gab, was die Nebenrechte betraf, die damals für Hansa sozusagen das mit das Wichtigste waren zum Überleben. Es gab so unendlich viele sekundäre Verkaufsstellen. Es gab nicht nur einen sogenannten Bertelsmann-Lesering, hat man heute vergessen, der vom Namen der Rose Hunderttausende verkaufte. Ich sehe noch Herrn Middelhoff, der jetzt der arme Kerl, der jetzt im Gefängnis sitzt, der kam damals, weil ein Buch verdruckt war. Das war schon lange Schlotter, da musste ich mit dem in meiner Bude reden, kam der feine Herr mit dem Flugzeug an und sagte, wir drucken mit der Hand weiter, weil ich gedacht habe, wir können bei Ihnen gar nicht mehr drucken, weil das ist der Druckausfall ist zu schlecht. Das waren Hunderttausende. Ja, also der Buchclub hat so als bildungsbürgerliche Institution, glaube ich, zur Verbreitung eine große Rolle gespielt. Ich habe ja eh immer die Theorie, dass der deutsche Leser unterhalten möchte, aber am allerliebsten lernt er auch noch was dabei. Und das konnte man eben bei Eco, wie übrigens später bei Garda, ganz genauso. Also man konnte seine Viertelsbildung zur Halbbildung machen, indem man solche Bücher las. Und man bildete sich das zumindest ein. Weiß nicht, ob das in anderen Ländern auch so ist. Wir sprachen übrigens vorhin, erinnerst du dich noch, wie der Erfolg in anderen Ländern war? Ich glaube, Frankreich oder England? Ja, doch, aber eben erst nach uns. Also der Jean-Claude Fasquelle von Grasset, in Frankreich, der ein sehr, sehr enger Freund dann auch von Umberto wurde, der auch alle Bücher gemacht hat, das war auch ein großer Erfolg, wo es außer dem Namen der Rose nicht so riesig war Amerika. Weil das war eben, da merkte man doch, das war ein typisch europäischer Intellektueller. Das war eine Welt, die man in Amerika nicht so leicht verkaufen konnte. Europäischer Intellektueller und Renaissance-Mensch. Er war ja 82 dann auch schon in Deutschland und hat ein paar Lesungen gemacht. Nicht viele, glaube ich. Wie war das denn? Erinnern Sie sich noch, ihn zum ersten Mal zu treffen? Für mich ist er ja im Hansa Verlag nur eine legendäre Figur. Ich habe ihn nie gesehen. Und er muss ja wirklich sehr, sehr beeindruckend auch gewesen sein. Wie war er denn? Ja, das war ein Mensch, der mit kleinen Schritten immer ganz schnell ging. Und man hatte das Gefühl, der ist mit dem Kopf schon wieder ganz woanders, als der Körper ist. Und unheimlich schnell, aber auch sehr zugewandt. Also jemand, der nicht von einem hohen Niveau aus auf uns runterguckte, sondern er respektierte die Leistung, die man da vollbracht hatte. Ich glaube, das hat sich auch gefreut, dass das ein schöner Erfolg war. Also ein ganz normaler Mensch. Der hat sich außerordentlich gefreut über diesen Erfolg. Denn ich habe ja ein paar Mal in dieser unvorstellbaren Wohnung von ihm übernachtet.
Und dann saß er immer morgens im Bademantel am Küchentisch und hatte so einen kleinen Block vor sich und überlegte, wenn also bei Hansa so und so viele Exemplare verkauft werden und in Frankreich so und so viel und Griechenland, Brasilien, Amerika so und so viel, dann nicht etwa um seinen Reichtum zu zählen, sondern dann könnte er nämlich noch eine Erstausgabe von Athanasius Kircher kaufen. Man musste auch immer Zeit für Antiquariatsbesuche einplanen. Das war das Wichtigste. Und dann hat er diese Originale gekauft, die jetzt in Milano gerade alle restauriert werden und so weiter. Es war in seiner Wohnung dann ein eigener Raum, ein gekühlter Raum, wo wirklich reiche Leute ihre Zigarren haben. Da hatte er diese Bücher, die er übrigens auch, das ist auch typisch Eco, der holte diese Schinken raus, zeigte sie einem und dann hat er mit dem Bleistift gesagt, guck mal hier, dieses Wort, das kommt erst 300 Jahre später wieder vor, das ist also ein Echo auf irgendeinen Gottesbeweis und so weiter. Und hatte mit dem Bleistift in diesen Dingern da rumgekritzelt. Das war das eine. Das zweite war das Beeindruckende, diese unendlich weiten Interessen und das Spielerische. Wenn es zu ernst wurde, erzählte er Witze. Er war einer der besten Witzeerzähler. Und selbst wenn man schon vollkommen müde so am Abend irgendwo noch saß und was getrunken hat, vor allem bei ihm zu Hause, lag er da auf dem Sofa. Man hatte schon einen Film angeguckt im Fernsehen. Man hatte geredet, viel zu viel geredet. Und nun, was nun noch? Und dann sagt er, ich spiele noch ein Lied von den Beatles, was er gerade irgendwie entdeckt hatte oder irgendwas. Und dann saß man da und in Hosenträgern trank noch einen piemontesischen Wein aus seiner Heimat. Und bevor man ins Bett ging. Aber der war eben den ganzen Tag über von einer unendlichen Konzentration. Sonst hätte man diese verschiedenen Sachen auch nicht zusammenbringen können. Erinnere mich an diese Neujahrsfeste in seinem Landhaus. Da spielte er mit dem Generaldirektor von Fiat in New York. Namen habe ich vergessen. Auch Schriftsteller und politischer Kommentator, der kam rüber mit seinen Kindern und viele andere Kinder aus dem Dorf und so weiter. Und Umberto spielte mit dem Puppentheater. Deshalb hat er sich so gefreut, als Felicitas ihm mal diese Fingerfiguren gemacht hat. Ich weiß nicht, ob die noch existieren. Extra für ihn? Ja, hatte sie mit seiner Figur, mit dem Bart, so Fingerfiguren gemacht. Er liebte diese Hans-Wurst-Jaden. Er liebte die Commedia dell'arte. Er liebte das Puppentheater, Pinocchio. Im Verlag haben wir noch sehr schöne Matroschkas, die man ineinander stecken kann. Genau. Also dieses spielerische Moment. Ja. Was man nicht gerade bei einem Mittelalter-Spezialisten erwartet. Das war das Schöne. Weißt du noch die Präsentation vom Foucault'schen Pendel im Deutschen Museum? Oh. Unter Foucault'schen Pendel. Das hat er alles mitgemacht. Also wenn ihm das irgendwie nicht zu albern erschien, sondern irgendwie auch eine Verbindung zum Buch hatte, hat er immer alles klaglos mitgemacht. Dieses, ein toller Typ. Dieses Mitmachen und solche Events vielleicht auch erzeugen, die Buchhandlung durchaus auch bespaßen, Werbung machen, richtige Bestseller einfahren. Ist das nicht auch etwas zwiespältig? Das ist ja natürlich, das wollen wir unbedingt. Wir wollen Erfolg haben und man möchte Bücher zu Lesern bringen, aber gleichzeitig verändert so etwas den Verlag und kann durchaus auch irgendwie Schieflagen erzeugen. Die Buchindustrie hat sich ja vielleicht auch dadurch erst zur Industrie geformt, dass solche Dinge passierten. Oder was geschah damals wirklich mit diesem Riesenerfolg? Naja, man muss dazu sagen, es gab immer im Buchhandel immer große Erfolge, weil es immer auch sehr viele Misserfolge gab. Und die Erfolge standen immer auf den Schultern von Riesen.
obendrauf. Bei Eco gab es diese Gefahr nicht, weil er eben als Autor und Leser und Liebhaber von Literatur ja genau diese Bücher liebte, die wir machten und von denen wir eben 3000 verkauften, wie von Borges oder ähnlichen, frühen Calvino und so weiter. Dass im Prinzip es natürlich problematisch ist, wenn man ein solches Buch hat, das dann alle Aufmerksamkeit auf sich zieht. Das haben wir dann oft natürlich auch erlebt, dass dann Autoren gekommen sind und gedacht haben, und wo bin ich? Ja. Nur am Anfang wusste ja keiner, dass das eine solche Riesenangelegenheit wird. Das heißt, wir sind unschuldig, also Felicitas war schuldig am Erfolg, aber wir als Verlag sind wir unschuldig da reingeschlittert, weil keiner hat gedacht, das ist jetzt das einzige Buch des Herbstes. Im Gegenteil, wir hatten wunderbare Bücher umherum. Also damals haben wir uns mit Isaac Singer und Susan Sontag und so weiter, auch wiederum eine Freundin von Eco oder eine Bekannte von Eco, beschäftigt und hatten. Aber das waren eben alles Bücher, wo wir vor waren, wenn wir 8.000 oder 10.000 verkauft hatten. Übrigens war es ja auch so, dass der Eco dann erst im Jahr darauf, 1983, Platz 1 der Jahresbestsellerliste war. Also das verbreitete sich viel langsamer, aber auch sehr viel längerfristiger natürlich. Ja. Als das heutzutage der Fall ist. Also die Vorstellung, wann war der letzte Erfolg, der sich über so langen Zeitraum, Harry Potter wahrscheinlich, ne, gezogen hat. War früher viel öfter. Also auch wenn man die Titel anguckt, die damals auf der Bestsellerliste standen, Ende, unendliche Geschichte war Platz 1, dann irgendein Buch von Johannes Mario Simmel. Also Bücher waren damals schon ein bisschen langlebiger, als sie heute sind. Ja. Ist der Verlag denn dadurch schlagartig größer geworden? Das war ja wirklich viel Umsatz, der einfach passiert und viel Aufheben. Ich würde nicht sagen größer, aber stabiler. Sie müssen immer bedenken, wir waren ja sehr viele Jahre lang ein Anhängsel des Technischen Verlages. Und unser Freund Schlotterer war derjenige, der die Autarkie des literarischen Verlages vorantrieb, gleichzeitig aber in großer Verehrung von Herrn Hansa, das nicht sozusagen so deutlich machen wollte. Das war eine etwas riskante Angelegenheit. Plötzlich, mit dem Erfolg von Eco, konnte er natürlich auch innerhalb seines Gremiums, der Geschäftsführung, anders auftreten. Ja, es war eben nicht nur das Ökonomische, sondern dann haben wir gesagt, huch, wir können noch Bestseller. Das hat uns ein ungeheures Selbstbewusstsein gegeben. Und dann geht man auch an andere Bücher ganz anders ran. Ja, ein Quantensprung. Ja. Denn wir waren immer stolz auf unsere Bücher, auf alle Bücher. Und das war ja meine Rede von morgens bis abends immer, man verkauft zwar von bestimmten Büchern mehr, das bedeutet aber nicht, dass andere Bücher weniger wert sind. Und dieses Mantra habe ich ja dauernd wie ein Bettelmönch vor mich hergetragen. Einen Faktor, glaube ich, sollte man jetzt auch noch erwähnen, der ganz bestimmt zum Erfolg beigetragen hat, und das war die Übersetzung von Kröber. Denn ich erinnere mich, dass wir dann anderthalb Jahre später oder so, als der Reisende in einer Winternacht kam, da gab es zwei verschiedene Fassungen. Eine von dem Übersetzer, dem Calvino eigentlich vertraute, und dann eine gröbersche Übersetzung, der redigierte dann auch die italienischen Autoren, glaube ich, ne, und sagte, das kann man nicht redigieren, ich muss das neu machen. Und das waren zwei verschiedene Bücher.
Und ich denke, dass diese elegante Übersetzung eines komplizierten Stoffes bei Eco ganz, ganz viel dazu beigetragen hat, dass die Leute das mit Lust gelesen haben. Ja, nein, du hast vollkommen recht. Hätte auch anders sein können. Du hast vollkommen recht. Kröber hat nicht nur eben bei Eco Unendliches geleistet. Er hat ja auch, der ging ja so weit, dass er anfing, mit dem Eco darüber zu diskutieren, ob bestimmte Thesen seines Buches stimmen. Ja, der fuhr nach Paris zum Foucault'schen Pendel. Ich war manchmal vollkommen irritiert. Jetzt, ich kann doch da jetzt nicht noch mal was ändern. Doch, müssen Sie ändern. Und so weiter. Kröber war der wusste auch sehr genau, der hatte sich wahnsinnig da reingearbeitet in diese ganze Literatur und war dann, ist ja dann auch nicht nur von Calvino, sondern auch von vielen anderen Autoren. Das war typisch. Die was du erzählst, ist vollkommen richtig. Die Calvino-Sachen, wie die Levi-Sachen, wie die Ginsburg-Sachen, das waren alles Nachkriegsübersetzungen. Und die Anforderungen, das waren sehr ehrenwerte Leute, also dieser Calvino wurde übersetzt von Heinz Ried. Vielfach ausgezeichnet, ne, für seine Übersetzung. Ganz berühmte Leute, mit Levi hat einen berühmten Briefwechsel gemacht und hat ihn sozusagen hier den Schülern angeboten. Aber sie waren eben verstaubt und so wie wir jetzt den Flaubert neu lesen oder wie ich gerade gesehen habe, was mich sehr gefreut hat, den Juan Rulfo. Mhm. So muss man eben auch Autoren neu übersetzen. Neue Übersetzung, das leitet mich zur letzten Frage, glaube ich. Jetzt gibt es ja tatsächlich eine Jubiläumsausgabe, die ist optimistisch kalkuliert im Vergleich dazu, was damals noch für möglich gehalten wurde. Das Buch verkauft sich immer noch. Aber wie denken Sie das? Wie stellen Sie sich das vor, wenn das aus der Gegenwart heraus gelesen wird? Darüber haben wir jetzt im Verlag auch viel gesprochen. Wie kann man denn dieses Buch heute noch lesen? Ist das ein Buch, das jetzt für ganz neue Lesegenerationen immer noch interessant ist? Oder hat jedes Buch seine Zeit? Nein, nicht jedes, das wissen wir ja. Es muss ja sehr viel zusammenkommen. Es muss sehr viel zusammenkommen im Geschmack der Leser, in der Machart des Buches, in der Zeit, in den Zeitumständen. Aber ich glaube, das Krisenhafte, was Eco unterschwellig oder auch explizit im Namen der Rose beschrieben hat, die große Krise, welches Weltbild nun eigentlich das Richtige ist, ob wir überhaupt Weltbilder brauchen, das findet natürlich jetzt auch wieder eine Entsprechung. Wir haben unsere Generation macht im Moment eine Erfahrung mit, die wir mit dem 70- oder 80-jährigen Frieden nicht gemacht haben. Es ging immer sozusagen eine geschichtsphilosophische Aufstiegsgeschichte. Es ging immer höher und höher und höher und kein Mensch hat je gedacht, dass das irgendwie mal zu Ende sein könnte. Und plötzlich gibt es Krankheiten und Pandemien und was weiß ich. Das heißt, ich glaube, dass das Bewusstsein für Krisen durch Bücher natürlich geschärft wird. Bestimmte Bücher sind Antworten, subkutan, unterirdisch, echohaft, aber sind Antworten auf bestimmte Zeiten. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das nochmal funktioniert. Ich muss noch eine Sache sagen, die auch sehr wichtig ist. Der Name der Rose erschien zu einer Zeit, daran sieht man, wie alt wir, ich besonders schon, geworden bin, als es noch kein Wikipedia gab. Damals konnte man, wenn man eine Kurzfassung von Augustinus Gottesstaat haben wollte, ich habe gestern Nacht mal hier nachgeguckt im alten Brockhaus, der hier draußen steht. Das sind 15 Zeilen. Wenn Sie heute über Augustinus nachgucken im Wikipedia, haben Sie 50 Seiten. Jeder Aspekt
seines Werkes und seiner, kann nachgeguckt werden. Das heißt, heute müsste man geradezu auf das enzyklopädische Wissen von Umberto hinweisen, dass der ohne all diese Dinge ausgekommen ist und ein Wissen produziert hat, wie es damals nur eine Handvoll Fachleute überhaupt kann. Ja, und das dann auf eine Art und Weise erzählt, die es wirklich zugänglich machte, die es über die Schwelle trug. Ja. Eigentlich müsste ich das Buch auch nochmal lesen. Das, ob ich heute dieses Gefühl wieder hätte. Wäre sehr interessant. Und meine Begeisterung war so groß, dass ich das jedem irgendwie verkünden und verkaufen wollte. Und so ist es vielen, vielen Kollegen im Verlag gegangen. Und das war dann sicherlich eine der Wurzeln und Grundlagen des Erfolges. Ja, ganz sicher. Ich glaube, ich bin sehr gespannt, was jetzt passiert in diesem Jahr 2022 mit diesem Buch. Wir haben ja auch von Dirk Schümer das Nachfolgebuch, das die Geschichte weiterspinnt. Aber vor allem finde ich es auch unglaublich interessant, was aus einem Verlag werden konnte, der so anfing und so über Bücher nachdachte oder so weitermachte damals. Dankeschön für das Gespräch. Danke, Michael Krüger. Danke, Felicitas Feilhauer. Bitte, bitte. Jetzt geht es nie wieder aus. Ja, ich glaube auch. Ich gucke auch gerade, wie man das macht. Das war es für heute mit dem Podcast Hansa Rauschen. Das waren viele Worte für viele interessante Dinge. Bis zur nächsten Folge und danke fürs Zuhören.